So Leute, willkommen zurück zum vielleicht allerletzten Part von Mystic Quest Legend. Ich wollte mich noch entschuldigen fürs letzte Mal. Da habe ich ein Grafikkartentreiber-Update gemacht und da ging das Sound nicht vom Mikrofon. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, natürlich müssen wir jetzt alle Bosse nochmal besiegen und alle Regionen nochmal durch. In der Kurzform natürlich. So, legen wir doch mal los. Hier haben wir den ersten Boss, diesen Skelett. Was man ja noch im ersten Kristall kennt. Okay, auch nicht schlecht. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Nein. Genau, Lebenszauber zieht nämlich sehr viel Energie ab. Oh, er hat sie versteinert. Mir wollte er es auch machen, aber das hat wohl nicht so ganz funktioniert. Kraftzauber. Mal gucken, wie viel Schaden ich mache. Macht er nicht gerade sehr viel Schaden. Wie viel mache ich? Okay, das ist natürlich nicht viel. Aber mal Lebenszauber. Oh, 7000 Schaden. Monster besiegt. Hier hinten kann man sich noch rüberziehen hier. Aber wir haben alle Rüstungsteile. So, das letzte Orb hier. So, jetzt kommen wir zu den vier Regionen. Danach kommt der König. So, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir nähern uns langsam dem Dämonenkönig. Wird man behaupten, dass der Name so lautet von dem König. Oh, die Musik. Einer der besten Musiken. Für mich. Okay. Hier ist eine verschlossene Tür. Wie komme ich da jetzt weiter? Eine gute Frage. Ah, wahrscheinlich da oben. So. Na also, geht doch. Komm ich hier rüber? Davon habe ich schon genug. So, hier wird ein Schalter, dann kommen wir da hinten hoch. Ich möchte jetzt nicht viel sagen, weil ich einfach die Musik genieße. Ah, okay. Thank you.
20 Schaden reichen schon. Aber ein schwacher Krebs. So, hier haben wir schon einen Boss. Und dieser Region. Oh, diesmal in Schwarz. Feuer scheint wohl echt gut zu sein gegen die. Ach du meine Güte. So. Ich würde mal sagen, Feuer ist sehr gut gegen ihn. Oha, gar nichts. Gar nicht. Dann Felsenaura. Doch ein Eisklotz. Da muss es doch irgendwas Effektives geben. 800 ist auch nicht die Welt. Okay, Sturm. Donneraura. Boah, haut der einen Schaden rein. Nur stärker gemacht. Hauen wir mal mit dem Schwert drauf, mal gucken. Okay, fast genau so viel wie das andere auch. Versucht mich jemand zu verwirren, aber das geht nicht. Feuer bringt nichts. 8 du meine Güte. Der Schlag war ziemlich heftig. Und geschafft. 1000, fast 1900 Erfahrung. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Ja. Dann ist hier der kürzere Weg. So, die nächste Region. Feuer. Okay, das war schon mal nichts.
Oh ja, hätte ich drauf kommen können. Dass das effektiv gegen Wölfe ist. Und da haben wir den Drachen in der Farbe grün. Ja, das scheint nicht zu stimmen. So, hier holen wir mal den Drachen. Aber das ist nicht der richtige Weg. Ah, den müssen wir nachher eh machen, wenn man es da runterzieht. So, hier haben wir den guten. So, der grüne Drache. Mit einem Schild und mit einer, die versteinern kann. Eins. Wow. Und weg mit dir. Flammenaura könnte gut sein. Schauen wir mal, was es dann Schaden macht. Hm, nicht ganz so viel. Feuer auch nicht. Nebelaura. Nebelaura könnte gut machen, ja. Einen Kopf hat er schon verloren. Boah. Fast die Hälfte der Energie ist da weg. Geht noch? Ah, sie kippt nicht. So, wir haben dich gleich. Und das war's. 1400 noch was Erfahrung. Hier kommt man nicht zurück.
So, die nächste Region. Was wird das wohl sein? War noch mal der Vogel. Hier haben wir ihn. Bitte schon mal eine Sackgasse. Jetzt auch eine Sackgasse. Hier auch. Also bleibt nur der Weg. So, hier kommt man schon mal nach oben. Gott, der mal ein bisschen was taugt. Habe ich früher nicht so in Erinnerung gehabt. So eine Itembox. Natürlich sehr gut, dass noch wieder Wölfe zu uns in Deutschland wieder sind. Der Endloskill. Arme Frau. Und Level 33. Immer noch. Nein! So, gleich sind wir da. Kritischer Treffer. So, hier haben wir ihn. Mit seiner heftigen Attacke immer. So. Dann wollen wir mal. Todestanz nennt sich das, was er da macht. Ey, komm! Ja, natürlich. Was soll man dagegen tun?
So, diesmal kenne ich nichts. Kein Pardon. Da konnte man überhaupt gar nichts machen. Kritischer Treffer ist sehr gut. Der ist auch gleich weg. So, müssen wir ja noch mehr Schaden machen als vorher. Jawohl. Echt eine Menge Schaden. Ah, ich steck das weg. Und nochmal. Der ist auch stark. Boah. So, jetzt sollten wir mal den Zauber lieber sein lassen, weil... Wenn er das nämlich macht, lockt er den Zauber gerne wieder. Oh, nicht das schon wieder. Das reicht jetzt. Boah, kritischer Treffer. Nochmal. Das waren jetzt mal 3000, über 3000 Leben. Ach, wie viel Leben der hat. Und wir haben ihn, Monster besiegt. Über 2000 Erfahrung. Wenn man den ersten vergleicht, hat er gerade mal nur 700 noch was gegeben. Ich erinnere mich noch dran. Aber der hat uns mal gute Erfahrung gegeben. So, da scheint der letzte Boss gewesen zu sein. Offenbar geht es jetzt wohl zum König. Schade, dass das Spiel bald ein Ende hat. Oder jetzt in Kürze ein Ende hat. Sehr schade drum. Final Fantasy 1, liebe Leute. Okay, man hätte auch da und da lang gehen können. Oh, was passiert hier noch? Achilles, Phobia, ihr Ritter des Lichts. Wir, die Kristalle der Erde, geben euch nun unsere magische Kraft. Wow. Da haben wir nochmal große Truhen. Hier drin bekommt man nochmal Items. So, Pfeile voll. Bomben auch noch. Tränke voll. Auch voll. Und das auch. So, hier haben wir es geschafft. Und hier haben wir den Dämonenkönig. Die letzte Etappe.
So Leute, ihr müsst jetzt noch auf das große Finale warten, falls es euch interessiert, wie es weitergeht. Und das werdet ihr bestimmt wollen. Dann schaltet auf jeden Fall zum nächsten Part ein. Ich habe natürlich zwei Experimente vor. Einmal mit Zaubern zu besiegen und einmal ihn zu besiegen mit normalen Waffen. Kann ich schon mal ankündigen. So. Ja, das Ende ist auf jeden Fall nah. Die Prophezeiung ist bald zu Ende. Wenn ihr natürlich wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet gern zum nächsten Part ein. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder zuschaut und einschaltet. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und lasst auch gerne einen Daumen da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dankeschön dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.